Herzlich willkommen zurück zu Crusader Kings 3. Ich bin die Miri und wir sind zurück bei Kaiser Bartolomeo von Italien. Der ist 33 Jahre alt, gerade erst mal ein gutes Jahr auf dem Thron und hat hier eine Wahnsinnsrevolte, die auch deutlich mehr Truppen hat als er. Es sind fast 100.000 Mann mehr auf der anderen Seite. Die wollen einen anderen König von Schottland haben. Was natürlich ein absolut komischer Grund ist, aber auf jeden Fall, ja, die sind halt alle dabei. Unser Glück, sage ich mal, was für uns vielleicht die Chance ist, weshalb wir es gewinnen können, ist, dass sie sich nicht verbündet haben. Also, sie sind schon verbündet, aber dass die Truppen dann doch an gewissen Flecken sind und nicht alle auf einem Haufen hocken. Das ist, denke ich, unser Glück. Auf diese Weise können wir die nach und nach ein bisschen eliminieren. Da bin ich jetzt auch schon dabei. Zuallererst werde ich jetzt diese Truppe hier unten nehmen, diese beiden. Und die werden jetzt von Siena über die Alpen aus rüberziehen. Ich denke mal nach, ja, Ravensburg vielleicht. Die Richtung. Und dann werden wir uns erstmal um diese Truppen kümmern. Wahrscheinlich müssen wir das hier auch einmal zurückbelagern. Das ist nämlich das, was im Moment den Kriegsstand nach unten treibt. Und dann haben wir hoffentlich die Möglichkeit, uns um diese hier zu kümmern. Das ist so der Plan. So, gleichzeitig müssen wir ein bisschen aufpassen. Es gibt ein paar Truppen, die hier über den Seeweg schon ja quasi entkommen sind. Die werden nach Schottland fahren. Das heißt, die muss ich dann hier oben in Empfang nehmen. Dummerweise habe ich hier keine besonders guten Truppen. Das heißt, es ist jetzt wichtig, dass wir hier rechtzeitig die anderen Truppen zerstören. Darum werde ich jetzt die schon mal losschicken. Also die eine schicke ich hier auf diese Insel und die andere schicken wir hierhin, in der Hoffnung, dass wir sie erwischen. So, wir haben außerdem noch eine andere Fraktion, die uns bedroht. Da hoffen wir mal, dass unsere Geldgeschenke dankend angenommen werden. Wir hätten auch noch hier einen König von Moldawien, vielleicht können wir den auch nochmal beschenken. Ja, dann wäre der auch draußen und ich denke, damit reicht es dann auch. So, schauen wir mal, wie es aussieht. Gut, die haben sich schon wieder was anders überlegt. Wollen jetzt doch wieder nach Monferrato zurück, nachdem sie gemerkt haben, dass unsere Armee sie verfolgt. Ein bisschen aufpassen. Ein Teil der Armee lasse ich mal hier kurz stehen. Denn ich muss sie gegebenenfalls dann schon mal über die Alpen schicken, während die sich hier noch da unten kümmern. Eigentlich brauchen wir auch nicht so viele Leute da unten, ne? Ich könnte hier noch mal einen Teil abspalten. Und der eine Teil läuft weiter. Die laufen weiter. Und die hier würden dann auch schon mal über die Alpen ziehen. So. So, die wollen hier auf die Schiffe. Die wollen nämlich auch nach Schottland, würde ich sagen. Dann hoffen wir mal, dass wir sie noch erwischen. Sieht gut aus. So. Hier. Na? Okay, die gehen ja alle hier rüber. Brodelnde Wut. Ja, ihr seid Kaiser, aber ihr seid außerdem ein aufgeblasenes Schwein, das seinesgleichen sucht. Dass mein Cousin Bonconte so grundlos in Wut ausbricht, kommt aus heiterem Himmel. Zugegeben, er hat derzeit wirklich alle Hände voll zu tun, aber ein solches Verhalten. Ja, was ist das überhaupt für einer? Der hat ja nicht mal einen Titel. Ist an unserem Hof. Dass sogar er Probleme hat, das beruhigt mich ungemein. Wir verlieren etwas Anspannung. Okay. Ja, und das ist genau das, was ich meinte. Die sind jetzt hier schon angekommen. Deswegen muss ich mich jetzt hier ein bisschen hüten, dass ich denen nicht ins offene Messer laufe, sozusagen. Wir werden uns jetzt erstmal hier um diese Truppe kümmern. So. Wie sieht's denn hier aus? Okay. Die haben sich's doch wieder anders überlegt. Dann müssen wir hinterher. Die sind auch unterwegs. Sehr schön.
König Ubaldo von Großmähren hat eine Affäre. Vielleicht können wir jetzt mal zwischenzeitlich das mit dem Geheimnisse aufspüren beenden, denn jetzt im Krieg haben wir eigentlich keinen Kopf für sowas. Wir müssen jetzt hier erstmal eine Schlacht schlagen. Okay, die kommen auch zur Hilfe, aber offenbar können wir das verteidigen. Oh Mann, das ist aber jetzt ein bisschen heftiger, denn das sind die besseren Truppen, ne? Aber, na? Oh Gott, ey, das wird aber sehr, sehr knapp. Das werden wir ein paar Leute mehr verlieren als sonst. So viel schon mal sicher, aber ich denke, jetzt haben wir doch wieder die Übermacht, um. Na! Oh, das ist jetzt schlecht. Das geht nicht zu unseren Gunsten aus, würde ich mal behaupten. Da sind jetzt doch noch ein paar Truppen mehr reingekommen. Und das können wir nicht mehr gewinnen. Dafür sind die einfach zu schlecht ausgestattet. Deswegen wollte ich ja eigentlich, dass hier noch ein paar von meinen Spezialtruppen oben ausgehoben werden, aber er hat sich jetzt halt hier für diese untere Option entschieden. Ach, jetzt sind die hier wieder abgehauen. Und diesmal halt wirklich weg. Ja. Na gut. Dafür sind die mittlerweile hier oben angekommen. Und ich denke, wir sind mehr. Wir sind zwar jetzt auch nicht so wahnsinnig gut versorgt derzeit, aber wir werden jetzt mal hier rüberziehen nach Alpsee und uns dann über diese Truppen hier hermachen. Ja, und diese Schlacht werden wir leider Gottes verlieren. Kann, glaube ich, nichts mehr daran ändern. Nee. Ja, das war teuer. 12.000 Mann verloren. Die allerdings auch 6.000, immerhin. Ja, wir sind zwar mehr, aber nicht so gut ausgestattet. Das ist halt immer das Problem, ne? Also ich sehe durchaus noch Potenzial, auch diese Sache hier noch etwas besser hinzubekommen, dass man schon sagt, okay, ich hätte hier oben gerne ein paar Bogenkämpfer, die einfach mitmachen oder ein paar Pferde. Und die anderen bleiben hier, aber aufteilen kann man seine Haustruppen halt leider nicht. Ist vielleicht auch verständlich, es sind ja schließlich die Haustruppen. Liegt ja schon im Namen, dass die dann eher zusammenbleiben, ne? Naja. Aber es ist auch ein bisschen schade, dass man die hier zum Beispiel nicht ein bisschen besser ausstatten kann. Naja. Weil sie ja eben doch den größten Teil der Armee ausmachen. Na? Da sind aber auch wieder welche unterwegs. Die hier sind ja eigentlich auch schon ganz gut zusammen. Gut. Wir greifen die hier an und diese hier sollen wir die hier direkt angreifen. Danach müssen wir wahrscheinlich erstmal ein bisschen auffüllen gehen. Ich habe den Verdacht, dass diese 35.000 denen hier zur Hilfe kommen wollen. Da muss ich aufpassen, dass ich denen nicht da ins offene Messer gerate. Ja, hier haben wir jetzt. Naja, 25.000. Ne? Das ist so viel, wie wir hier haben, aber die sind halt schlechter ausgestattet. Die müssen wir jetzt erstmal ein bisschen. Ja, auffüllen lassen. Hier kommen auch noch mal ein paar, aber ich meine, 450 Mann, das kriegen die selbst, wenn sie gerade geschlagen wurden, noch hin. Ja. Die sollen sie jetzt erstmal besiegen. Minus 42%, wie kam das denn eigentlich? Ja, die haben einige Sachen eingenommen. Das ist krass. Ey, sie sind einfach wahnsinnig schnell. Also, wenn die natürlich hier unten jetzt auch anfangen, alles Mögliche zu belagern, sieht es mit meinem Kriegsstand schnell nicht mehr so gut aus, zumal die Schlachten irgendwie nicht so viel bringen, ne? Wenn ich mir das hier so anschaue. Also, Schlachten bringen eigentlich gar nichts, das können wir uns schon mal merken. Ich glaube, ich werde gleich mal einen Belagerungstrupp abspalten, der dann hier mal Speed belagern soll. Okay. Armee Nummer 1. Dann können wir die vielleicht in Empfang nehmen.
Auch wenn das natürlich. Ich meine, das ist natürlich jetzt auch dämlich, ne? Sich gegen dann. Also gegen das Gelände zu kämpfen, ist eigentlich schlecht. Ich würde sagen, wir gehen erstmal hier hin und schauen mal, wohin die sich orientieren. Wen sie da angreifen wollen. Niemanden, okay. Und die sind schon wieder geflohen. Ist nur ausgeglichen. Die Furt bekommen sie ja nicht. Habe ich noch einen besseren Befehlshaber? Nicht wirklich. Gucken wir mal hier oben kurz. Ja. Ja, das werden jetzt hier oben natürlich auch immer mehr. Und. Gibt's hier tatsächlich Kriegsvolk, das ich ausheben kann? Nee, ne? Eigentlich nicht. Oder habe ich irgendwie jemanden nicht ausgehoben gehabt? Verstehe das, wer will. Wirklich. Ich bin gerade ein bisschen ratlos. Gut, bevor wir mit denen hier jetzt groß loslaufen, möchte ich mal die Bombarden abspalten. Zusammen mit ein paar Aufgeboten, die hier schon mal. Die sollen sich schon mal nach München begeben. Wir brauchen einen guten Belagerer dafür. Das könnte ja vielleicht hier Herzog Sigifredo von Böhmen machen. Das ist nämlich ein Pionier. Und die hier werden sich wohl um diese Truppen hier unten kümmern müssen. Okay. Na, das wird jetzt spannend hier. Den Furtner. Dank des Furtners haben sie ja dann doch nicht die Furtverteidigung. Plus 6. Mal schnell hier oben gucken, nicht, dass hier auf einmal eine Armee auftaucht, die wir beachten müssen. So, Kaiser Bartolomeo. Jetzt bin ich mal gespannt, was hier jetzt rauskommt. Also angeblich sind wir hier mit dabei. Eine Person. Wir haben einen Ritter hier oben. Na, immerhin. Das sind wir wohl selber, die hier jetzt mit dabei sind. Okay, das ist jetzt halt eigentlich ein bisschen dämlich, ne? Vielleicht können wir ja die hier unten mal bekämpfen. Das könnten wir vielleicht schaffen. So, die haben wir. So gut wie. Da tobt irgendeine Schlacht. Ja, die werden wir jetzt auch gleich kriegen. Hier oben wird belagert. Ich würde vielleicht noch ein paar mehr dazustellen. Nochmal hier diese 4000. Damit, falls diese 5000 sich da oben komisch entscheiden, wir was tun können. So. Die Frage ist, was machen wir mit denen jetzt? Achso, ich wollte sie auffüllen. Fällt mir ein. In Augsburg geht's ganz gut und in Friedberg machen wir das doch mal so. Das ist hier auch so gut wie weg. So, München ist wieder unser. Die waren sehr erfolgreich. Nächste Burg. Da kann dann auch diese Armee noch dazu. Und hier scheint auch erstmal alles gut. Ja. Haufenweise Siege. Aber der Kriegsstand ist trotzdem schlecht.
Das sind halt die ganzen Belagerungen, ne? Also die müssen wir uns jetzt zurückholen. Also, wir haben hier eine Armee und hier eine Armee. Die hier sieht natürlich jetzt erstmal ein bisschen vulnerabler aus. Nehmen wir uns die. Die Höflinge haben alle eine bessere Meinung von mir, es ist gut. Wenn wir das hier haben. Also besonders viel belagert wurde vor allem hier unten. Das ist auch klar, die sind ja halt auch ungestört, ne? Ja, ich muss da danach dann. Also wenn ich die hier alle besiegt habe, dann ziehen wir hier weiter. Zumindest so truppenmäßig haben wir den Abstand etwas verringert. Auch wenn die eine Schlacht nicht so gut für uns lief. Okay. Jetzt zeig, was du kannst. Naja, diese Schlacht wird natürlich etwas länger dauern, denke ich. Gut, 16.000. Hier haben wir noch. Ja, gut, die sind auf der Flucht. Ja, aber ich meine, 16.000 gegen 10.000 ist schon ein bisschen heftig. Belagernd. Ah, wie lange würden sie denn brauchen? 4 Jahre? Na, das können wir komplett vergessen. Ja, da ist wieder jemand gestorben. Die schaffen das auch, denke ich. Hier oben sieht es auch gut aus. Sehr gut. Das sind 20.000 ungefähr. Das ist schon eine etwas andere Hausnummer und wir müssen die hier auch mal ein bisschen auffüllen lassen. Also wir teilen sie jetzt mal auf. Das nützt einem nicht so viel. Hier würden sie hinpassen und hier. Sehr nah am Feind dran, müssen wir ein bisschen gut aufpassen. Puh. Wir könnten vielleicht noch ein paar mehr Leute dazu ausheben, oder? Aber gegebenenfalls, ich glaube, ein paar Leute sind auch nicht ausgehoben, oder? Machen wir mal. Oh Mann, dieser Krieg ist ja wieder mal spannend ohne Ende. Ja, okay. Sehr schön. Wir haben einen Kriegsführungslebenswandel. Jetzt überlege ich gerade. Reduziert die Risiken beim Befehlshaben von Armeen. Fordert Rivalen zum Zweikampf raus. Ich meine, unter diesen Umständen kann man sich natürlich schon überlegen, ob er dann nicht sagt, okay, wir haben jetzt eher Krieg, wir versuchen jetzt mal uns eher hier drum zu kümmern und ich denke, das machen wir auch. Wir machen mal die vorbereitete Einberufung. Das heißt einfach, sie kosten weniger Gold und das Auffüllen geht schneller. Wir haben ja auch schon ein paar Männer verloren, also nicht ganz unwichtig. Ja, diese Armee, diese Schlacht will irgendwie auch nicht ändern. So, das haben wir zurück. Ja. Verbündet euch mal bitte. Was würde ich denn jetzt belagern? Also erstmal noch nichts, weil, also nichts zurückbelagern zumindest, aber wir könnten natürlich was belagern. Vielleicht Innsbruck hier. Damit ich, sobald die hier soweit sind, hier unten, dann direkt loslegen kann. Erstmal ein bisschen selber ein bisschen Kriegsstand bekommen. So, was geht hier oben ab? Die sind auf dem Weg.
Und sie können das nicht halten hier. Oder? Na, das sind zu viele. Okay, wir müssen ein paar abspalten. Nimm mal, na, diese beiden und stell sie hier auf den Berg. Aha. Da ist jemand gestorben. Die Schlacht ist auch durch. Dann sind die als nächstes dran. Die werden hier gar nicht aufgefüllt, sehe ich. Hier. Da sieht es besser aus. Ja, die hier sind eigentlich schon wieder ganz gut versorgt. Ich laufe mit denen schon mal hier über die Alpen, würde ich sagen. Irgendwo hin, wo sie sich dann auch auffüllen können. Zagreb ist, glaube ich, ganz gut. So. Die kommen dann direkt hinterher. Können wir eigentlich auch direkt hier marschieren lassen. Und die hier kommen dann auch gleich dazu. Beziehungsweise ein Teil kann eigentlich schon. Die eine Hälfte kann hier schon mal loslaufen. Nur wo stelle ich sie hin? Es sind einfach zu viele. Wir laufen erstmal hier nach Zagreb und werden uns da nochmal aufteilen. Oh. Wenn ich die hier durchlaufen lasse, verlieren die Männer. Das wollen wir nicht. Dann werden wir sie doch erstmal über den Alpenpass schicken. Und von da aus dann über Aquileia nach Zagreb. Und die hier auch über Aquileia. Oh, bei hier. Okay, stopp. Aquileia und dann hier hoch. So. Ihr schafft das. Oh, das werden hier oben immer mehr. Ja, da sind mittlerweile noch ein paar mehr Leute angekommen. Das ist schon ein Problem. Weil ich habe jetzt hier gerade mal 40.000, 50.000 Mann hier oben und das sind ja schon mehr. Und wir sind nicht so gut ausgestattet wie die, also. Besiegen können wir sie eigentlich nicht mehr. Nicht mit dem, was hier oben ist. Da sind jetzt schon zu viele auf die Schiffe gekommen. Ich könnte natürlich entweder welche hinterher schicken oder sagen, ich löse sie auf und lasse sie dann oben langlaufen. Ich überlege gerade, wie mache ich es am besten. Es wäre jetzt was anderes, wenn ich hier den Großteil der Armee schon quasi besiegt hätte. Ach, schaut mal, Leute, die sind auch alle unterwegs. Die sind jetzt alle schon auf die Schiffe. Haben hier ein bisschen was eingenommen. Gut, das können wir dann schnell rückwirkend machen. Und gehen dann auf die Schiffe, fahren alle nach Schottland, nehmen da die Sachen ein. Nicht dumm von der KI. Also ich werde auch relativ bald nach Schottland aufbrechen müssen. So. Spannende Schlacht auf jeden Fall. Da würden wir noch mal hinterhergehen. Da sind auch noch einige Schlachten gewesen. So, wie sieht's denn hier aus? Na, ja,
Bald ist das auch gefallen. Das wäre Innsbruck. Und hier muss ich echt gut aufpassen. Ah, die können das auch nicht mehr halten. Ist zu viel. So, dann ihr auch. Einmal hier hoch, bitte. Hier, die können wir verbinden. Und die hier können wir eigentlich schon schlagen. Also die da unten würden wir schaffen. Und die hier können da auch mal lang. Brauchen allerdings noch einen Anführer für ihn. Ah, wen haben wir denn? Hier, König Ubaldo, mach mit. Schön aufpassen, was hier unten abgeht. Die sind weiter hier auf der Flucht. Ich würde mal meinen, dass die es auch versuchen, zur Küste zu schaffen. Und die sind jetzt wahrscheinlich auch auf dem Weg zur Küste, ne? Okay. Was geht schneller? Die jetzt aufzulösen und da oben wieder auszuheben oder sie einmal hier übers Meer zu schicken? Ich würde fast meinen, auflösen geht schneller. Weil irgendwie habe ich meine Zweifel, dass ich es noch schaffen würde, sie abzuschneiden vom Weg. Probieren kann man es. Wenn wir es nicht schaffen, die hier zu erwischen, dann löse ich die Truppen auf und schicke sie und heb sie oben wieder aus. Weil dann ist der Krieg ganz offensichtlich in Schottland. Dann brauchen wir hier nur noch eine kleinere Truppe, die das Ganze hier verteidigen kann, im Zweifel. Und das reicht dann. Ich muss natürlich gut hier die im Blick behalten, weil hier sind schon wieder ein paar tausend Mann. Gut, wir sind... Ne, wir sind gar nicht besser. Ich habe ja nur die Kanonen da drin. Ja, und für mich sieht es schon so aus, als würden die gerade versuchen, diese Armee hier oben zu schlagen. Weshalb ich die mir jetzt nochmal schnappe und mit denen nach Innsbruck laufe. Ich muss die eventuell verteidigen. Ich will nicht meine Kanonen verlieren. Bei denen weiß man nicht so richtig, was sie vorhaben. Diese Schlacht ging auch zu unseren Gunsten aus. Erfreulicherweise. Also ihr hierhin. Und ihr mal wieder nach Edinburgh. Und dann brauchen wir bald unsere Truppen. Ich meine, es ist nicht mehr viel, was wir hier haben, ne? Es sind nur noch 22.000 plus die 8.000 sind 30.000. Das sollten die hier eigentlich schaffen. Also kann ich diese hier, diese Armee eigentlich direkt auflösen. 4 Monate würde es dauern. Wie lange brauchen die, um hier hochzukommen? Ist die andere Frage. Also wenn sie hier rüberlaufen. Ich meine, wie lange brauchen die auf dem Seeweg, ist die Frage, ne? Erstmal kostet es einen Haufen Geld. Also ich glaube schon, dass ich schneller bin, wenn ich die jetzt auflöse. So. Und wenn ich jetzt hier alle aushebe, wie gesagt, dauert jetzt 7 Monate. Okay. Wahrscheinlich die 4 Monate plus die 3 Monate, die er sowieso braucht. Naja, gut, das wird hier noch ziemlich spannend, glaube ich, in Schottland. Mal sehen, ob wir es noch schaffen können, diesen Krieg zu gewinnen. Ich hoffe es und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch dabei. Bis dann, macht's gut, eure Miri.